Guten Tag, meine lieben Creepypasta-Freunde. Da viele von euch nicht wissen, was ein Lachalix ist, erkläre ich euch heute, was ein Lachalix ist. Ihr fragt euch jetzt eigentlich bestimmt, muss man vor einem Lachalix Angst haben oder muss man lachen? Ich kann euch sagen, ihr müsst einfach nur sitzen, also alles gut. Hier seht ihr, was kein Lachalix ist. Er klingt beim Aufnehmen immer, als würde er dauernd lächeln. Er muss wohl an Lachalix denken. Oh no! Und hier seht ihr, was ein Lachalix ist. Ich rechtbitsch die Augen raus, so wie in the hills have ice and I have hills eyes. Lachalix ist ein Pronomen. Auf Englisch heißt es Lawfalix und der gegenüberliegende Geschlecht nennt man Lawfkick. Lachalix kann auch als Nomen verwendet werden. Lachkick ist das Nomen. Die vier Fälle von Lachalix ist der Lachkick, das Lachkick, dessen Lachkick und den Lachkick. Lachkick kann auch gleichzeitig ein Metzger sein, da ein Metzger schlachtet, so kommt das Wort Schlachtung.wave. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was der Unterschied eigentlich ist zwischen einem Lachkick und Julian Boss. Die Antwort ist, Julian ist ein Lachkick. Das ist der Unterschied. Da ihr Bescheid wisst, was genau jetzt ein Lachkick ist, sende ich euch jetzt hier, oder blende ich euch jetzt hier, gute Beispiele ein für Lachkicks. Hallo, willkommen bei Tribute Battle. Es ist eine Story. Fick jetzt zur Vergnügung, denn ich bomb! Notte halt die Fresse, denn ich bin in deinem Arsch! Ey! Und die Bahn fährt sie tot! Haha, Schlachtung! Unser Video ist scheiß Story, das ist gar nicht existent. Die Gangster ziehen am Stein vor euch der blanke Horror, ihr fürchtet euch doch schon vor einem Markenkoffer! Das war's mit dem Video, ich hoffe, Slash konnte jetzt davon was lernen. Und ich wünsche euch wirklich einen wunderschönen Tag. Wenn ihr Fragen über Lachkicks habt, dann stellt die jetzt hier unter Kommentare. Und seid immer auf der Hut. Luther out. Haha, richtig witzig, du F***.